So, herzlich willkommen hier zu Part 7 von Outlast, dem kleinen Horrorspiel mit eurem Danny. Ja, letztes haben wir ein bisschen mehr geschafft, als wir gedacht hatten und sind jetzt hier weitergekommen in irgendeinem Verwaltungsgebäude. Ja, gehen wir mal hier rein, wenn das irgendwie mal ein bisschen klappen würde. So, meine Lieben, schauen wir mal ein bisschen rum, was wir hier noch so finden können. Was wir vielleicht noch gebrauchen für die nächsten paar Stunden. Ja, scheinbar sieht man hier nicht mehr viel. Ja, dann verziehen wir uns. Nee, das war. Was war das? Ist das irgendwas? Nein, das ist der Rechner. Sieht fast aus wie meiner. Haben die geklaut, die Sauen hier. So, verziehen wir uns hier. Sieht ja schon mal einladend aus, wie immer. Fußspuren. Ich komme mir gerade ein bisschen vor wie Sherlock Holmes. So. Ja, dunkel war's. Und der Mond schien helle. Nein! Nein! Ja, wir sehen, wir sind nicht allein. Dunkel, dunkel, dunkel. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein! Was war denn das? Das gibt's nicht, bescheuert oder was? Ey. Das hat er mich abgemurkst, diese kleine, dreckige Putzfrau. Ey, das ist doch nicht ernst, oder? Wo kommt der her? Naja. Wir wissen auch schon mindestens schon mal, dass hier eine Falle liegt. Also rennen wir jetzt mal um unser Leben. Ja, gehen wir halt hier raus. Werden wir halt ein bisschen nass. Müssen wir jetzt da rein? Oder da rein? Ja, Freunde, weiter raus geht's nicht. Also werden wir es versuchen. Es wird ja immer mysteriöser hier. Ja, Freunde, wir sind hier in Block D. Was dieser Block D zu heißen hat, kann ich euch nicht sagen, aber ich werde mich mal erkundigen, was hier so lauert. Drücke linke Maustaste und öffne die Tür. Guck. Ja, hier ist eine Tür auf. Oh Mann. Ich habe kein gutes Gefühl hier. Ja, wo gehen wir lang? Links oder rechts? Ja, versuchen wir es. Nein. Geht leider nicht auf. Müssen wir weiter. Oh oh. Guck dir das an. Guck dir das an hier. Sogar mit. Das war doch der richtige Stuhl für mich hier im Studio. Ja. Kann nicht mehr aufstehen, einfach bloß noch machen. Uiuiui. Uiuiui. Tja, wieder solche Einzelzellen hier, bevor man in die richtigen Zellentrakte kommt. Hier ist das Chamäleon wieder. Guck mich an. Guck mir in die Augen, Kleines. Ja. Hier liegt wieder eine Akte. Die nehmen wir natürlich mit. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es hier nicht später wird. Wo wir immer angefangen haben,
könnt ihr ja in den anderen Parts vielleicht nochmal gucken. Stand die Uhr nämlich auch noch so. Vielleicht hat uns das was zu sagen, ich weiß es nicht. Nein! Oh! Für alle, die jetzt noch was essen. Ja, ein bisschen Lunge, ein bisschen Blut, hier ein bisschen Darm. Ach, alles da, was das Herz begehrt. Ja, und wenn man alles braucht, liegt hier natürlich ein ganzes Stück. Ja, ihr seht, ich bin ein bisschen pervers. Oh, natürlich müssen wir das nämlich auch noch zusammenhalten hier. Ein bisschen Bein, Darm, 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 Darm. Ja. Gehen wir wieder hier raus. Das bringt hier nichts. Außer gute Laune und Stimmung. Ja, laufen wir mal hier hinten lang. Diese Tür kenne ich doch. Ich glaube, ich war doch gerade hier, oder? Täusche ich mich? Ja, vielleicht finden wir noch ein paar Batterien. Das wäre nämlich gar nicht so schlecht. Au, au, au. Zumindest haben wir hier wieder eine... einen Raum mit vielen Kameras und einen Schalter. Werden wir mal sehen, was passiert. Auch die Henne. Nein! Nein! Wo geht der Kilturm auf? Das ist doch jetzt nicht ernst gemeint, oder? Wer hat denn jetzt hier die Türe zugeschlossen? Nein! Freunde, das habe ich gar nicht gesehen, dass hier eine Falltür oder eine runterkam. Ja, halten wir uns. Hier ist er. Hier ist ein Ork. Ich nenne sie jetzt Ork. Weil die haben eine Ähnlichkeit von Herr der Ringe. Ja, gehen wir in den nächsten Raum und hoffen. Jetzt wird's mysteriös hier. Jetzt wird's mysteriös. Nein! Ja! Ach! Oh Gott! Freunde, hauen wir ab, bevor uns Johnny Hill hier wieder einen Besuch abstattet. Ja, hier durch. Nein! Nein! Hilfe! Nein! Feiteufel! Oh, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Oh, Freunde. Ja, Block C ist alles. Ja, ich gehe jetzt ein bisschen vorsichtiger hier durch. Das sieht nämlich auch nicht mehr so gesund aus. Nein! Nein! Nein!
verstecken wir uns mal hier unterm Bett. Und hoffen, dass er nicht hereinkommt. Nein! Nein! Mr. Ork! Nein! Ja, verschwinden wir hier vorne raus? Nein, nein, nein! Ja, sind wir jetzt ganz leise, dass er uns nicht hört. Hier bin ich! Nein, nein, nein. Hoffentlich war das jetzt kein Fehler. Kein Fehler. Ja, Freunde, wo müssen wir hin? Wo ist der? Freunde. Ja, der sieht aus, als hätte er schlechte Laune. Aber es kann natürlich auch täuschen. Ja, gehen wir ganz vorsichtig zu einer anderen Tür. Schauen, wo. Wo wir uns vielleicht hier, wo wir vielleicht rauskommen. Also hier ist schon mal die Kühlkammer für sämtliche Speisen. Freunde, gehen wir ein bisschen hoch hier. Ich spreche jetzt mal ein bisschen leiser. Vielleicht hört er uns ja. So. Verschwinden wir mal hier aus dem Hinterausgang, weil der macht mir gerade ein bisschen Angst. Komm raus. Verstecken wir uns wieder hier unten drunter, weil ich habe jetzt die Vermutung, dass er hochkommt. Sorry, sorry, sorry. Ich glaube, das war der falsche Moment jetzt, wenn mein Freund hier um die Ecke schießt. Ja. Freunde, die Zeit ist leider vorbei. Ich verabschiede mich jetzt in den nächsten Part, wenn es dann heißt, spiel mit den Ork oder sterbe wie ein Mann. Ja, dann bis zum nächsten Part.